Ihr neues Album Humanoid erscheint Anfang Oktober. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis des Werks? Also wir sind sehr zufrieden gerade. Also es ist gerade extrem aufregend natürlich, weil wir ja, lange produziert haben und ja, wirklich lange daran gearbeitet haben und jetzt kommt es ja bald raus und es ist sozusagen ja so ein Baby. Du weißt ja die ganze Zeit nicht, was du machst irgendwie. Du machst natürlich irgendwie das, was dir gefällt und man selber ist natürlich total happy damit und dann beginnt natürlich die aufregende Zeit, wenn es dann rauskommt und dann ist man echt gespannt und wir sind auf jeden Fall super happy damit. Ja, wir haben uns echt viel Zeit genommen, viel Neues ausprobiert und sind total zufrieden damit. Der Titel Humanoid bedeutet ja menschenähnlich. Gibt es da irgendwie einen persönlichen Bezug oder wie kam der Titel zustande? Ja, da gibt es schon einen persönlichen Bezug. Also Humanoid war eigentlich immer so ein bisschen so eine Art Lebensgefühl, was Bill und mich eigentlich immer begleitet hat, so auch früher und das ist eigentlich bis heute so. Und wir haben eigentlich beim Songschreiben von dem Album einfach gemerkt, dass der Titel einfach ganz gut passen würde. So. Auch gerade die Zeit, wir haben ja fast ein Jahr dem Album produziert und das hat sich irgendwie dahin entwickelt, dass wir gefühlt haben, so Humanoid würde auf jeden Fall sehr, sehr gut passen, so als Albumtitel. Das Album erscheint erstmals gleichzeitig auf Deutsch und auf Englisch. Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man auf Englisch denkt? Ist das irgendwie anders? Also erstmal war es natürlich eine riesen Herausforderung, diesmal wirklich beides von Anfang an zu machen. Beim letzten Mal hatten wir mehr Zeit, wir haben es dann im Nachhinein alles übersetzt. Und das war schon ja, ein bisschen mehr Arbeit als erwartet, weil wir dann echt in zwei Sprachen getextet haben. Im Prinzip dauert alles doppelt so lang wie bei jeder anderen Band. Die Videos in zwei Sprachen und so weiter. Und ja, aber es ist halt so, dass wir auf keine Version mehr verzichten wollen. Also es war echt so, ich musste mich daran gewöhnen am Anfang. Und mittlerweile, ja, also eigentlich sind wir da ja wieder zurück zum Ursprung, zu dem, was wir gemacht haben ganz am Anfang. Wir haben ja, als wir vor 10 Jahren ungefähr angefangen haben, haben wir auch auf Deutsch und Englisch Musik gemacht und das machen wir jetzt wieder und es fühlt sich echt gut an. Also mittlerweile ist es echt so, dass man sich da überhaupt nicht unwohl fühlt oder so, sondern es ist echt so, dass man auf keine Version verzichten will. Wie ist es eigentlich auch in den USA und Kanada mittlerweile so populär zu sein? Sehr gut natürlich. Also ich meine, im Endeffekt, wir hoffen natürlich in so viele Länder wie möglich noch gehen zu können. Und wir waren ja bis jetzt noch nicht in Japan. Wollen das ja auch nochmal irgendwie unterkriegen jetzt, am besten noch dieses Jahr. Und für uns ist das natürlich geil, klar, absolut. Also in Kanada erfolgreich zu sein, USA und so weiter. Also für uns können es nicht viel genug Länder sein. Sind die Leute da anders, also die Fans, sind die anders als hier in Deutschland oder ist es vergleichbar? Ich glaube, jeder Fan an sich erstmal ist ja schon anders. Also ich glaube, man kann das nicht auf Länder beziehen. Man kann nicht sagen, irgendwie in Kanada sind sie so, in Frankreich so. Also das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Sie hatten gerade ein Fotoshooting mit Karl Lagerfeld für die Vogue. Was war das für eine Erfahrung? Das war eine sehr gute Erfahrung. Also das sind natürlich so Träume, die man sich dann nebenbei noch verwirklichen kann. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also hat mich extrem gefreut, dass ich irgendwie das machen konnte. Und ja, war sehr schön. Wir haben uns gut verstanden. Und ich mag Karl Lagerfeld sehr, sehr gerne. War super angenehm, irgendwie mit ihm auch zu arbeiten. Und das war ein ganz, ganz tolles Fotoshooting. Und ja, war sehr lustig. Er gilt ja auch als Perfektionist. Musste sie da nicht drunter leiden? Haben sie sofort gemerkt, was er wollte? Ich glaube, da verstehen wir uns ganz gut, weil wir sind beide sehr perfektionistisch. Also ich habe auch irgendwie eine ganz genaue Vorstellung natürlich irgendwie, wie ich das haben will und er sowieso. Also es war irgendwie echt das schnellste Fotoshooting, was ich glaube ich hatte. Also es ging echt ganz, ganz schnell und die Fotos waren im Kasten. Und ja, also es hat sehr gut funktioniert. Seit dem letzten